Das Handwerk hält viele Ausbildungsberufe bereit, auch für dich. Ob in den Bereichen Bau und Ausbau, Metall und Elektro, Kfz und Landmaschinen oder auch Nahrungsmittel und Körperpflege. Die Perspektiven auf der Karriereleiter sind vielfältig. Aus den Azubis werden Gesellen, die dann ihre Meisterprüfung absolvieren können. Bei uns im Oldenburger Münsterland ist jeder Vierte im Handwerk beschäftigt, zum Beispiel als Raumausstatter. Vorher, nachher. Und wer hat's gemacht? Ein Raumausstatter. Ein wer? Der Beruf wird total unterschätzt. Also wenn ich erzähle, ich bin Raumausstatterin, dann denken die alle, ich dekoriere, stelle hier und da meine Vase hin und das war's. Also von der Beratung der Materialien bis hin zur ganzen Planung, wie die Räume aussehen, aber halt auch der komplette handwerkliche Prozess. Das ist ja wirklich alles unsere Aufgabe und das macht einfach am meisten Spaß. Ein Raumausstatter sollte einen guten Geschmack haben, einen Blick für Farben und über ein räumliches Denken verfügen. Und außerdem? Gut ist es natürlich auch, wenn man diese Empathie hat, dass man sich auf den Kunden einstellen kann, dass man so ein bisschen mitfühlt und auch ein bisschen sieht, wie ist der überhaupt eingerichtet. Wenn ich bei dem zu Hause bin, kann ich dann schon gleich sehen, der ist so und so eingerichtet und kann ihm dann auch schon seine richtige Lösung auf den Leib schneiden. Adeline ist im ersten Lehrjahr zur Raumausstatterin und hat diese Entscheidung bisher keineswegs bereut. Also ich bin auch echt überrascht darüber, wie vielfältig dieser Beruf ist und auch wie schön es ist, die Kunden glücklich zu machen. Auch mit so Kleinigkeiten wie Kissen oder Gardinen. Einfach diese Kleinigkeiten machen die Kunden schon glücklich und das ist echt schön zu sehen. Momentan arbeiten überwiegend Mädchen als Raumausstatterinnen. Dabei kann dieses Handwerk durchaus auch männlichen Nachwuchs gebrauchen. Und manchmal ist es auch für Frauen nicht einfach, wenn es darum geht, dicke Teppichrollen zu schleppen. Und so wäre es natürlich manchmal auch schon mal ein Mann ganz gut oder Markisen aufhängen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ein attraktiver Beruf für Männer. Ne? Wenn man sich mit solchen Dingen auskennt, sehen die Mädels wahrscheinlich dann auch mal ganz gerne und kann man sich vielleicht von der Seite auch so einen kleinen Vorteil noch verschaffen. Ob weiblich oder männlich, wie sieht eigentlich die berufliche Zukunft für angehende Handwerker aus? Im Anschluss winkt in der Regel eine feste Stelle als qualifizierte Fachkraft. Und auch wer weitermachen will, hat also viele Entwicklungsmöglichkeiten, darauf aufzubauen. Also kurz gesagt, für uns ist eine Ausbildung im Handwerk eine echte Chance, einen Beruf zu finden, der einem Spaß macht, der aber auch hier in der Region die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit bedeutet. In unserer Region gibt es lauter Schweine, Kühe und Mais? Ja, okay, das stimmt. Allerdings gibt es hier noch vieles mehr und deswegen kann man hier nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut leben. Zurück zu unseren Raumausstatterinnen. Die müssen auch mal tapezieren oder streichen. Die Palette an Aufgaben ist also weit gefächert und Handwerker werden immer wieder gebraucht. Es bringt nichts, wenn jeder planen will und jeder alles theoretisch weiß, aber keiner kann es mehr praktisch und umsetzen. Kann man ja denken, das ist eine ganz einfache Gleichung. Wenn es keinen mehr gibt, der es drauf hat, der es umsetzen kann, kann auch nichts mehr umgesetzt werden und dann braucht man auch nichts mehr planen. Raumausstatter haben stets mit neuen Leuten zu tun und die Aufstiegschancen sind vielfältig. Manche studieren nach der Ausbildung oder machen sich selbstständig. Wer möchte, kann seine Meisterprüfung absolvieren und danach auch selbst neue Handwerker ausbilden. Und nun kommst du ins Spiel. Willst du Hightech und Bodenbeständigkeit miteinander verbinden? Willst du bei Kunden vor Ort und in der weiten Welt aktiv sein?
Willst du im Handwerk deine Chance nutzen? Dann bewirb dich für einen von rund 60 unterschiedlichen Ausbildungsberufen, die bei unseren Innungsbetrieben angeboten werden. Du kannst gerne Betriebe bei dir vor Ort ansprechen oder für weitere Infos das Haus des Handwerks in Cloppenburg und Vechta besuchen.